Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge. Woche 0, die sind ganz neu. Ich habe leider schon ein paar Aufträge von denen abgeschlossen. Aber das ist gar kein Problem, denn ich werde trotzdem alle machen. Und fange direkt mit dem ersten Auftrag an. Und zwar, repariere ein Fahrzeug vollständig oder tanke es vollständig auf. Einmal 15.000 XP. Diesen Auftrag habe ich schon abgeschlossen, habe gar kein Problem, denn wir können ihn trotzdem machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Zuerst landen wir auf der Karte ganz genau bei Nitrodrom. Und wir schnappen uns einfach ein Fahrzeug. So, das machen wir mal. So, ich renne direkt hin und steigen direkt ein. Jetzt gehen wir einfach mal zu einer Servicestation und reparieren unser Auto vollständig auf. Und in so hier ist eine sogar in unserer Nähe. Wir gehen da auch direkt hin. So. So. Und wenn euer Fahrzeug beschädigt ist, Leute, also hier ist das hier ist ein Servicestation, also wenn euer Fahrzeug beschädigt ist, geht einfach hier rauf, repariert es vollständig, schon vollständig repariert, dann habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen. Der zweite Auftrag und zwar fiel gegen einen Explosionsschaden zu. 250 Schaden, 15.000 XP, dann sagen wir uns einfach gleich wieder. So Leute, ich habe hier Nitrofäuste und damit muss ich einfach mal einen Gegner Schaden zufügen. Also hier ist ein Gegner. Ich springe einfach mal hoch. Okay, wo ist er? Er rennt weg. Also einfach mal hochspringen und dann einfach mal hier nochmal Schießtaste drücken. So. Ihr seht, ich bin hochgesprungen und wieder runter. Wenn das nicht funktioniert, dann benutzt einfach mal einen Boomblitz, denn es hat hier Raketenschüsse. Wenn ihr schießt an einen Gegner, dann geht es zu ihm und dann explodiert es. Deswegen einfach mal an einen Gegner 250 Schaden zufügen mit einer Explosionswaffe und dann habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen. Der nächste Auftrag und zwar besuche Red Lion Rick, Brutal Beachhead und Nitrodrom. Also wir sind gerade ganz genau hier bei Nitrodrom und wir haben jetzt schon 1 von 3. Jetzt müssen wir einfach mal auf der Karte ganz genau hier Brutal Beachhead besuchen. Leute, wir sind gerade in der Zone, ich hoffe ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Also ihr seht hier auf der Karte, das hier ist Brutal Beachhead. Hier so ein Megalodon-Schiff. Und das ist es. So. Hier einfach mal besuchen, also einfach mal hier so reingehen. Zack. Und somit haben wir auch 2 von 3. Jetzt müssen wir einfach Red Lion Rick besuchen. Und das ist direkt hier in der Nähe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal gleich wieder, Leute. Ja, Leute, das ist es. Zack. Einfach mal besuchen, so wie ich. Und somit haben wir auch 3 von 3. Und diesen Auftrag abgeschlossen. Also Nitrodrom, Brutal Beachhead und Red Lion Rick. Und der nächste Auftrag ist, zerstöre Objekte, während du in einem Fahrzeug bist. 150 Objekte, dann sagen wir uns einfach mal gleich wieder, Leute. Leute, wir müssen Objekte zerstören. Das hier sind zum Beispiel Objekte. Ich kann einfach mal direkt hier reingehen und ich zerstöre direkt so viele Objekte mit einem Fahrzeug. Und einfach mal, wie ich das gerade mache, 150 Objekte. Dann habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen. Wir sehen uns einfach mal gleich wieder. Leute, ein letztes Objekt und zack, einfach mal mit dem Auto den Fahrzeug zerstören und somit habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen. Der letzte Auftrag und zwar liegt Distanz beim Boosten zurück, 2000 Meter. Dann müssen wir das Ganze machen und ich muss einfach mal jetzt durchgehen, bis wir 2000 Meter haben. Ich hoffe, der Treibstoff reicht dafür und wir müssen kurz warten, Leute, und jetzt weiter. Boost drücken. Bei mir ist jetzt die Shift-Taste, bei euch auf dem Controller ist eine andere Taste, die ihr festgelegt habt. Sehen. Zack. Wir haben jetzt schon 1724 Meter Distanz zurückgelegt, während wir boosten. Und zeigt aber hier weiter boosten, bis wir 2000 Meter erreicht haben, Leute. Dann sehen wir uns aber mal gleich wieder. Ja, zack, Leute. Und zack, wir haben diesen Auftrag abgeschlossen, somit auch alle Woche 0 Aufträge abgeschlossen, Leute. Und dann würde ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Und Leute, ich habe nebenbei alle 3 Medaillen im Spiel. Hier seht es, das sind hier die 3 Medaillen und auch alle 3 mythische Waffen. Hier einfach mal, so sieht das Ganze aus. Hier ist die Pump.
Und hier ist der Bogen. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal runter und versuchen, den epischen Sieg zu holen. Wenn ich den epischen Sieg geholt habe, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, ich habe den epischen Sieg geholt in der neuen Chapter 5 Season 3. Und so sieht das auf jeden Fall aus, Leute. Können ja auch ein bisschen tanzen hier. Und dann sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Und dann sehen wir, was den epischen Sieg Hanggleiter wir erhalten. Zurzeit bekommt man leider keinen Hanggleiter, denn es ist ein Glitch. Ihr seht es hier, epische Siege werden für Kapitel 5 Season 3 mit dem falschen Schirm belohnt. Also deswegen bearbeiten sie es und machen dann den richtigen Hanggleiter raus. Also nicht wundern, wenn ihr epischen Sieg geholt habt und keinen Hanggleiter mehr bekommt. Aber ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Damit ich dann sagen, war's mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.